Wenn ein Mietvertrag neu abgeschlossen wird, dann bietet es sich im Moment an, einen sogenannten Indexmietvertrag abzuschließen. Das bedeutet, man vereinbart eine Ausgangsmiete und dann, dass die Miete sich so entwickelt, wie die Inflation sich entwickelt, 1:1. Und dann kann man jährlich die Miete in dem Umfang anpassen, in dem die Inflation weitergelaufen ist. Was im aktuellen Umfeld eine gute Idee ist. Es setzt allerdings voraus, dass man eine solide Ausgangsmiete hat. Da sind wir wieder bei der Frage des Gutachtens.